Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Flife. Und ja, an diesem Part wird etwas ja doch ganz entscheidend anders sein als sonst. Und zwar kommentiere ich das Ganze gerade nach. Sprich, ich nehme das hier gerade nicht live auf und der erste Gedanke, der euch jetzt sehr wahrscheinlich durch den Kopf geht, wird sein, was zum Teufel stimmt mit dem Kernig? Wie kann man denn Flife nachkommentieren? Das macht man ja nur bei Shootern oder bei irgendwelchen lustigen Szenen, die man jetzt nur kurz mitgeschnitten hat und wo man jetzt gerade keine Zeit oder keine Lust zum Kommentieren hatte und das sich für das Nachhinein entscheidet. Aber das Problem war, dass ich am Wochenende mein Headset anscheinend nicht richtig reingesteckt hatte. Sprich, man hat nur die Hälfte von dem verstanden, was ich überhaupt gesagt habe. Und die ganze Zeit war jetzt so ein kleines, leises Rauschen im Hintergrund. Das war natürlich extrem blöd, kann man sich ja vorstellen. Und die Sache ist halt die, dass ich das nicht hochladen wollte. Man hat es zwar noch großteils eigentlich ganz gut verstanden, aber das Rauschen hat halt irgendwann einfach so in den Ohren wehgetan nach ein paar Minuten. Wollte ich nicht hochladen, deswegen habe ich die Aufnahme jetzt komplett die Audiokommentarspur runtergehauen, also sprich mein Kommentar, und mache jetzt was Neues drüber. Genau, ist jetzt natürlich blöd, ich weiß, live nachkommentieren ist so ziemlich das Dümmste, was man machen kann, aber ich dachte mir, besser ist es nur so hochzuladen, wie es jetzt ist. Und das dachte ich mir, und jetzt ist die Frage, was wollt ihr? Also ich habe jetzt vier Parts, also das ist einer der vier Parts. Oder Moment, das Coole ist, ich kann jetzt einfach nachschauen. Vier Parts. Vier Parts sind's. Ja, genau, vier Parts. Also mit dem hier vier Parts, also vier Parts insgesamt. Sprich, wären dann... Warte mal, jetzt lass mich mal rechnen. Gute 60 Minuten, was ich nachkommentieren würde. Jetzt ist halt die Frage, wollt ihr das oder wollt ihr, dass ich es nur so mit Ton hochlade, also dass ihr einfach nur den Ingame-Sound habt und da halt seht, was passiert, aber mein Kommentar nicht dabei ist und auch keine Musik drunter, sondern einfach nur das Spiel an sich, also so wie so ein Call of Duty Gameplay, könnte man sagen, bloß halt mit Flife. Dachte ich mir natürlich als erstes, ja, es ist natürlich total behindert, ich meine, es ist vollkommen schwachsinnig, wer würde sich sowas anschauen? Ist natürlich meine Meinung, also wenn ihr das so wollt, wenn jetzt einer das sagt, der wird es so gerne haben, dann schauen wir halt mal, wenn der Part dann weniger Aufruf bekommt, beziehungsweise wieder mal gehatet wird, dann machen wir es nicht mehr so, aber jetzt so als Zwischenlösung wäre das durchaus machbar. Dann die zweite von drei Varianten wäre jetzt einfach so wie jetzt nachkommentieren. Ganz normal halt, ich laber halt einfach irgendwas Aktuelles, wie auch immer. Die dritte Variante, die schon etwas meiner Ansicht nach eigentlich der ersten ziemlich gleicht, einfach Musik oder irgendwas drunter legen. Ja, Musik drunter legen, was anderes, was wir sonst drunter legen. Ist natürlich Schwachsinn. Musik drunter legen. Irgendeine epische Kampfmusik oder so, die Mortal Kombat Team fünfmal hintereinander abspielen oder so. Ich weiß, hat sie jetzt behindert an, aber ich meine, wäre machbar. Die vierte und für mich schwierigste Möglichkeit wäre, einfach alles zusammenzuschneiden. Sprich, ich nehme von jedem Part die, sagen wir mal, 2 bis 3 Minuten, die wirklich, wo das Level-Up ist, drin ist, wo irgendwas richtig Geiles passiert oder irgendeine coole Szene, wobei das jetzt da eigentlich nicht der Fall ist, aber ich sag mal, ich filter dann die besten, die High-Moments raus und schau dann, ob das was Geiles wird. Ist natürlich nicht so genial, also ich finde es ziemlich behindert, weil es ist dann so, immer so abgehakt. Ich könnte natürlich überall Gänge reinmachen, aber ich habe jetzt nicht vor, mich da hier irgendwie sehr viel damit zu beschäftigen, wenn ich ehrlich bin, weil ich dann doch noch aktiv was aufnehmen will. League of Legends steht momentan ja noch an, mit Velkos noch ein paar Runden aufnehmen. Und ja, ansonsten, also ja, habe ich jetzt nicht so viel Zeit, da jetzt noch mich noch großartig zu bewältigen als Cutter, als Professioneller. Aber jetzt einfach nur alles zusammenzuschneiden wäre auch eine Möglichkeit, also ohne Übergänge und so weiter und so fort. Also wirklich nur so richtig bobmäßig, einfach nur die 2, 3 besten Minuten zusammen, zack, und dann, also von jedem Part 2, 3 Minuten, also insgesamt 10 Minuten so. Das wäre dann die letzte Möglichkeit. Also, ihr könnt entscheiden, Ingame, Musik, nachkommentieren oder zusammenschneiden. Meiner Ansicht nach, wie gesagt, ist es Nachkommentieren eigentlich die plausibelste Lösung, weil es ja trotzdem noch sehr an das normale Let's Play rankommt. Ich meine, ich laber, während ich da Level farme, das
war übrigens an dem Wochenende mit dem Dreifach-Drop und dem Doppel-Event und dem 150 Angriff, 100 Verteidigung oder so war da noch, was eher unwichtig war. Aufgenommen alle vier Parts, ich habe ordentlich was erreicht, ich habe einige Questies gesammelt, wie ihr schon seht, also es geht ja wirklich zügig voran. Schon wieder 5 V-Shoes und die Nightlass haben wir auch abgeschlossen. Und hab natürlich auch einiges an Leveln geschafft. Also wir sind da richtig vorangekommen. Und hatten natürlich viel Glück. Wir hatten eine PSF durchgehend. Und, nicht durchgehend. Am Ende, ach, das erzähl ich dir später. Jedenfalls haben wir da einiges erfarmt. Lief natürlich richtig gut für uns mal wieder. Also wir haben endlich mal wieder einige Level geschafft. Einiges erreicht in dem Spiel, könnte man sagen. Und ist auf jeden Fall, wäre halt echt extrem spannend mal gewesen. Ich habe wirklich mal, meiner Ansicht nach, vielleicht, wie soll ich sagen, lebendig oder, ja, ich habe es einfach wirklich, meiner Ansicht nach, wirklich mal toll kommentiert. Sehr wenige Sprachpausen und so weiter drin, also es war wirklich eine nette Aufnahme-Session, deswegen war ich echt richtig frustriert, deswegen habe ich bis auch heute gewartet. Ich konnte es mir einfach nicht antun, weil ich wäre einfach wütend gewesen, wenn ich es gleich am Tag danach gemacht hätte, also nachkommentiert hätte oder so. Das hätte keinen Sinn gehabt. Naja. Egal. So, wir farmen natürlich Wii-Shoes, das sind die Nutty Wii's, das sind die Monster nach den Steel Knights. Es liegen Quests für Level 57, ne 58, Entschuldigung. Oh ne, nee, doch, 57, passt schon, war schon richtig. Ja, müssen wir natürlich auch farmen und das ganze Event-Zeug, da muss ich jetzt mich später mal ins Spiel einloggen. Ich hoffe, ich habe es noch nicht verkackt, aber wir haben einfach nicht genug gesammelt, außer den Silverhearts können wir eh nichts verkaufen, also das andere Zeug ist, glaube ich, nicht besonders wertvoll. Aber die Silverhearts schon, da logge ich mich später nochmal ins Spiel ein, vielleicht nehme ich auch noch eine Runde auf, mal schauen. Wobei ich ja jetzt 4 Parts zum Nachkommentieren habe, also so viel werde ich jetzt dann eh nicht aufnehmen, selbst wenn. Und ja, dann eine wichtige Sache, die wirklich im Mittelpunkt aller 4 oder zumindest von 3 Parts stand, war die Job Change, die ja jetzt dann bald anstehen wird. Wir sind ja inzwischen, in dem Part sind wir, jetzt lasst mich nicht lügen, 52? Boah, ich weiß es jetzt echt nicht. Keine Ahnung, echt, das ist jetzt recht blöd. Egal, ich werde schon mal hart drücken. Ich hoffe mal, das macht der Typ in dem Video. Hoffe ich doch mal. Naja, egal. Jedenfalls war halt die Frage Job Change, weil eigentlich war es ja vorgesehen, wir machen den Blade, aber da ich im Skill, also ich habe 21 Dex geskillt, ist nicht so schlimm, das ist wirklich recht wenig, wenn man Full SDR Equip geht und sehr viel SDR skillt, also dann nach Full SDR geht nach den 21 Decks, dann kann man das ganz gut ausgleichen, wirklich. Das Problem ist allerdings, die 21 Decks, oder was heißt Problem, die Voraussetzung wäre halt da für ein One-on-One-Night, weil ein bisschen Decks zu skillen ist als One-on-One-Night, außer man hat ein richtig Bomben-Equip, wo man wirklich kein bisschen Decks brauchen würde als Skillung oder Stattung. Ist natürlich die Frage, ob das da nicht klüger wäre, einfach den One-in-One-Night zu machen. Erstens, ich habe die Klasse noch nie gespielt, das wäre dann auch für mich neu, es wäre dann auch für mich wieder richtig interessant, würde richtig Spaß machen. Und andererseits, Blade ist halt richtig Mainstream. Jeder spielt einen Blade, jeder hat einen Blade, jeder hat schon mal Blade gespielt, jeder weiß, was Blade kann, jeder weiß, was ein Blade macht. Blade ist einfach langweilig. Ich meine, natürlich, ihr rotzt einen Damage weg, der einfach nicht mehr normal ist. Schon, ist klar, aber ich finde es halt ein bisschen auch, ja, uninteressanter als den Knight, muss man sagen. Ich meine, ja, wenn wir hier mal 150 Hero sind, es wird noch sehr, sehr lange dauern. Könnte man natürlich noch eine neue Klasse machen und dann den Blade machen oder dann den Buildposter, RM, wie auch immer. Man kann ja auch alle Klassen spielen. Ich meine, irgendwann wird es vielleicht auch mal wieder eine neue Klasse geben, wobei ich das mehr bezweifle, weil nach 7 Jahren gibt es immer noch nur 4 Klassen, von daher denke ich das eher nicht, aber alles ist möglich. Naja, das war jetzt so meine Idee. Also wie gesagt, also ich wäre für den One-in-One-Night, weil er einfach wesentlich interessanter ist. Wesentlich schwieriger zu spielen, schwieriger zu... Ja gut, was heißt schwieriger zu spielen? Viel muss man ja dann eh nicht machen im Spiel. Ist ja ein MMO. Aber ist auf jeden Fall interessanter, wie ich finde. Und ja, was Equip angehen würde, es wäre billiger, ein gutes Equip zu holen, aber teurer, ein Imba-Equip zu holen. Das sind so die Theorien, weil die Nightwaffen für Level 60, Level 75 oder auch die
Lusakas, Queen Antennas Waffen für Level 70, 75, 80 da sehr billig sind für Knight. Die kosten einfach nicht viel. Da zahlt man 100 Mille und hat so eine krasse Waffe, die man dann noch erwecken kann, noch plus machen kann. Wobei da wir jetzt nicht so fette Kohle haben, aber theoretisch machbar. Wäre auf jeden Fall billiger, was die Waffe angeht. Ja, wie gesagt, ein Imba-Set, also ein Set an sich ist extrem billig, aber ein Imba-Set oder wirklich ein Set plus 8 mit Angriffskraft und richtig guten Erweckungen, das geht dann schon wieder richtig krass in die Höhe. Also da muss man wirklich schauen, dass uns die Kohle nicht ausgeht. Aber ich sage jetzt mal, so ein Rescon-Set ab 60 reicht für einen One-on-One-Night vollkommen. Mehr braucht er nicht, mehr, ja, mehr kann er gar nicht haben. Also es passt schon, was wir jetzt haben. Das G-Sport, das wir jetzt noch auf B haben, das haben wir vorhin gesehen. Und das Multiplate-Sport ist übrigens totaler Mist, weil es mit SDA erweckt ist. Ich weiß gar nicht, warum ich das gekauft habe. Keine Ahnung, einfach nur, weil es plus 7 war. Und für eine Mille im Shop oder so. Jedenfalls, das G-Sport werde ich verkaufen. Dafür werde ich nochmal Fettkohle bekommen wahrscheinlich. G-Sports sind recht beliebt, recht wertvoll. Ich werde wahrscheinlich, ja, circa Pi mal Daumen 50 bis 150 Mille, irgendwas in dem Dreh, ich weiß nicht, wie viel sie momentan wert sind, wegbekommen. Und dann hätten wir halt insgesamt so 150 bis 250 Mio, wie gesagt, dann eine Waffe 100 Mille, vielleicht sogar billiger, wenn wir Glück haben, viel billiger. Ich gehe jetzt einfach mal grob von 100 Mille aus, und dann hätten wir halt noch 150 Mio für wirklich ein passables Set oder ein neues Spuck-Equip, also Vigor plus 9, Demol plus 12 und so weiter und so fort. Dann wäre die Kohle weg, aber wir hätten ein vernünftiges Equip, sage ich mal, das man durchaus als, ja, jetzt nicht besonders gut, aber ich sag mal anständig bezeichnen könnte. Also es ist nicht schlecht, sondern wirklich passabel. Also damit kann man ganz gut leben bis Level 75. Und da muss man halt schauen, dass wir dann das Rescorn gegen ein Warpon oder ich weiß gar nicht, was man als Knight eigentlich so trägt. Das fällt mir jetzt gerade mal so ein. Doch, müsste eigentlich ein Warpon, Warpen mit Angriffskraft und halt One-in-One-Erweckungen sein, ganz klar. Ist ja logisch. Und ja, das wäre auf jeden Fall so mein Plan. Also ich weiß nicht, ob ihr da Bock drauf hättet. Ich meine, Blade ist ja doch ein bisschen beliebter als ein One-in-One-Night. One-in-One-Night sowieso ist eigentlich gar nicht beliebt. Ist halt jetzt so die New Meta, könnte man sagen. In League of Legends, soll ich schon sagen, FLIVE. Und da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Also wie gesagt, stimmt ab, was jetzt die nächsten Parts jetzt noch kommen soll. Bezüglich des Kommentierens. Entschuldigung, jetzt habe ich gegähnt. Ich bin einfach so fertig von der Woche. Freitagnachmittag. Boah, ich bin im Arsch. Leute, ich bin im Arsch. Ach, das könnte ich mal kommentieren. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe gerade auf mein Handy geschaut. Ach, diese dämlichen WhatsApp-Nachrichten. Ah, genau. Wir haben heute in der sechsten Stunde tatsächlich noch eine Arbeit geschrieben. Vor Ferien in der sechsten Stunde Freitag. Herrlichster Sonnenschein draußen. Es ist Frühlingswetter. Es ist Frühling, Leute. Und der Pisser schreibt next. Wirklich, wäre ich 10 Jahre älter und aus irgendeinem Grund vorbestraft, dann hätte ich den Typ meine nicht schon aufzugehauen. Also. Und dann mit der Begründung, ja, es ist ja wie als wäre es Freitag vor einem Wochenende. Tolle Begründung, ja, super, ey. Ach, Facepalm, also. Da, ja, war auf jeden Fall nicht so geil. Das hat mich jetzt nochmal ziemlich runtergezogen vorhin. Gut, ist jetzt auch schon wieder 3 Stunden her, aber. Dennoch, ja, war nicht so geil. Gut, so viel dazu. Es ist gleich vorbei. Das ist halt so richtig geil. Ich hocke gechillt da. Kommentiere es einfach nach. Da drin level ich. Das kann ich eigentlich öfter machen. Das ist viel angenehmer für mich. Einfach nur leveln, währenddessen aufnehmen, Fernsehen schauen oder so. Ja. Nee, Spaß mache ich natürlich nicht nochmal. Aber wie gesagt, ich meine, es ist besser, als wenn ich es jetzt einfach auslasse, weil wir hatten ja schon mal die Lücke, als Fraps damals meine Dateien so behindert verschoben hat, wobei das eher an meinem Laptop lag. Ich weiß nicht, wohin der das verschoben. Ich habe es immer noch nicht gefunden. Ich habe letztens meinen Laptop mal ausgemistet. Ich glaube, alle Spiele gelöscht, bis auf League of Legends und FLIVE, welche da hinten mit zockt. Den benutze ich eigentlich gar nicht mehr. Der steht einfach nur rum und staubt ein. Jedenfalls lag das am Laptop. Der war ja immer schon so ein bisschen
ja, es war nicht der geilste auf jeden Fall. Vor allem zum Zocken und Aufnehmen sowieso nicht. Das hat er auch immer geleckt früher. Da könnt ihr euch ja noch ganz gut dran erinnern. Hier ja auch, aber es lag ja dann an Fraps wiederum. Genau. So, dann war es jetzt eigentlich so, was ich alles sagen würde. Der Part dauert jetzt noch eine Minute. Wie gesagt, also für mich ist es wirklich am bequemsten eigentlich einfach nachkommentieren. Aber wenn ihr wirklich wollt, dass ich da irgendeine geile... natürlich müsst ihr dann, wenn ihr Musik wollt, müsst ihr natürlich auch sagen, welche Musik, ist ja logisch. Also, wenn ihr nichts schreibt, dann lege ich einfach wirklich Mortal Kombat 10-Stunden-Team drunter. Also, natürlich nicht 10 Stunden lang, sondern nur 16 Minuten, solange das Video weit ist. Da sieht man das G-Sword, das werde ich dann verkaufen. Genau. Und ja, irgendeine andere Musik vielleicht auch. Also, jeder Part wird natürlich eine andere Musik beinhalten. Oder vielleicht eine andere Musik, mal schauen. Weiß ich nicht so genau. Naja. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Stimmt bitte in den Kommentaren ab bezüglich der Klasse und der Nachkommentierung, Hochladung und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, bitte kommentieren, bitte helft mir.